Arthur stößt seine Faust nach vorne. Ich durchbohrte ihr Fleisch in der Luft, ich rollte mich herum und stach wieder zu und wieder. Das glaube ich dir irgendwie nicht, dass du einfach mal so eine Anhöhe raufkletterst und dann einfach einen Steak hier tausendmal erstichst. Und die Bestie war tot. Der Jäger streicht seinen Schnurrbart glatt und blickt auf. Fionn konnte nicht fassen, dass er nicht einmal beteiligt war. Er sagte, er würde nicht zu der Schmach zurückkehren, einem zweimal gespaltenen Pfeil unterlegen gewesen zu sein. Arthur seufzt. Ich habe ihn angefleht, aber er war ein Hüter des Steins. Er wollte nicht auf mich hören. Und nun ist er verstoßen. Wer weiß wo. Jo. Ich habe in Ulmkampf mit Arthur gesprochen. Der Jäger bestand darauf, dass er es war, der den riesigen Steg in der Nordlandschaft getötet habe. Auf einen Kamm über einem Wasserfall. Er sagte, Fionn hätte den Gedanken nicht ertragen gegen einen Jäger. Ja, das haben wir als alt gelesen. Gut. Das heißt, ab in die Kriegerhalle. Mal sehen, was wir da noch finden. Ich glaube ihm irgendwie nicht. Der plustert sich mir zu sehr auf, der Junge. Und übertreibt auch ein bisschen. Ich meine, das war nicht nur ein normaler Stelgier wahrscheinlich. Okay, meine Gruppe hat gegen die Stelgier keine Probleme gehabt. Wahrscheinlich, weil wir so gut ausgerüstet waren und auch so viel Erfahrung hatten bis jetzt. Ich meine, wir haben schon Schlimmeres als ein paar Stelgiere getötet. Dies ist ein Ehrenplatz für unsere Besuchenden am Namvater. Drei Stoßzahn-Stelgier, drei Stoßzahnkriegerin, drei Stoßzahnkriegerin. Hier drin gibt es nichts. Drei Stoßzahn-Wildfrau. Simok, Steak hier. Das ist wohl eine. Willst du dich mit den drei Stoßzahnsteak hier anlegen? What brings you here? Ein greisiger alter Elf, seine Haare geflochten und gefärbt, stehen an einem Ende des Raums. Seine Arme und Brust sind ein Geflecht von fallen Narben. Sein Schiffes lächelt ähnelt einer weiteren. Nicht viele Estramon erhalten Zugang zur heiligen Stadt. Bettel muss heute besonders weichherzig sein. Er da beachtet den Elf nicht, stattdessen startet den Stelgier vor sich an. Er flüsterte ihr zu, ob er wohl etwas dagegen hätte, wenn ich sein Stelgier streichle. Warum will er nur alles streicheln? Er hat schon Itobak gestrichen und hatte davon eine entzündete Wunde. Sag gar nicht, senkt den Kopf. Du weißt noch, wie gut das beim letzten Mal geklappt hat. Ja, gute Erinnerung. Willst du in Teer Evran deine Zukunft hören? Sein Lächeln wird breiter und offenbart eine Reihe gelber schiefer Zähne. Oder bist du hier, um sie im blutigen Sand selbst zu bestimmen? Was ist der blutige Sand? Ein uralter Ort der Opferrituale. Er verschränkt seine Finger. In einer Höhle bei den großen Ulm. Restin und seine Druiden sind seit Generationen ein zentraler Bestandteil der glafantaischen Gesellschaft. Ganz gleich, was einige andere Stämme sagen. Ja, Glanfahrt könnte sich gegen die Estramon behaupten, weil manche von uns die Kraft des Opfers noch kennen. Er muss doch dich prüfen. Bereitet der Gedanke dir Unbehagen? Das sollte er. Das hat unsere Gesellschaft so lange am Leben gehalten. Simok verschränkt die Arme über seinen vernarbten Brust. Sonst noch etwas? Du scheinst das Estramon nicht sehr zu mögen. Er richtet seine zusammengesunkenen Schultern auf. Ich habe im Krieg des zerbrochenen Steins und im Krieg der schwarzen Gäume gekämpft. Ich habe gesehen, wie meine Brüder niedergeschreckt wurden, als sie die Städte der Bauer verteidigten. Und ich habe neben Galvinrek selbst Blut vergossen. Ihr habt den Krieg des zerbrochenen Steins erst angefangen. Was ihr getan habt, war auch nicht gerade richtig. Er hustet. Nun scheint ihr erst einmal zu glauben, dass sie an unseren heiligen Städten ein Heilmittel für ihre leeren Kinder finden können. Oder schlimmer noch, dass sie in unserem Land Zuflucht finden könnten. Sein Blick verdüstert sich. Ich habe gesehen, was geschieht, wenn sie nach glafantalischem Boden gieren. Nach allem, was wir gesehen haben, könnte es in diesen heiligen Städten ein Heilmittel geben. Sie beschützen diese Städten, weil sie ihnen jemand aufgetragen hat. Man wünschte, sie hätten nur ein einziges Mal die Kraft, es zu hinterfragen. Und das beunruhigt dich? Hab Mitleid, sie versuchen ihre Kinder zu retten. Da müsst ihr euch wehren, bleibt ihnen ein Grund fernzubleiben. Ist denn nicht genug Platz für euch beide? Und das beunruhigt dich? Er schnaubt. Ich habe schon zu viele Kriege gesehen, um nicht beunruhigt zu sein. In meinen 250 Jahren habe ich mein Volk durch zwei Kriege geführt. Unsere Grenzen sind
bestehen geblieben. Zu großen Teilen dank des Rufs der drei Stegiers. Drei Stoßzahnstegier. Seine Stimme senkt sich zu einem Knurren. Ich habe ein Dutzend Kinder hervorgebracht, doch keines von ihnen würde als würdig erachtet, meinen Platz einzunehmen. Ich schere mich nicht um mein Vermächtnis, von dem die Fürsten der Estramon stets so besessen sind, doch es ist wichtig, dass mein Nachfolger diesen Weg weiterverfolgt. Ist deine Rolle vererbbar? Wenn deine Kinder nicht auf dich folgen, was geschieht dann? Für gewöhnlich würden die Riof sich andere innerhalb meines Stammes wenden, an Clananführer und deren Familien. Für gewöhnlich, er bricht gerade aus. Aber wir teilen die Tradition, Kinder anderer Stämme als Ziehkinder aufzunehmen, und der arme Vater, der Fischerkraniche, hat sein jüngstes Kind in meine Obhut gegeben. Er zieht einige Maße. Und da mein eigenes Fleisch und Blut nicht würdig ist, meinen Platz einzunehmen, werden die Riof als nächstes dieses Sumpfkind in Erwägung ziehen, den Nachfahren eines anderen an Vaters, an einem Vater und meine Ziehtochter. Kannst du sie nicht einfach zurück zu ihrer Familie schicken, Sumpfkind? Seine Körperhaltung versteift sich. Ich habe großen Respekt vor dem Fischerkranichen, aber ihre Geflogenheiten sind nicht unsere. Die Orleaner, der Fischerkraniche, leben seit 1000 Jahren im Teinsumpf. Sie sind von Natur aus schlecht und hinterhältig, was ein großer Vorteil ist, wenn ein Sumpfland ihnen hilft, ihre Bewegungen zu verbergen. Er verschränkt die Arme. Aber das wird die Estamon auf offenem Gelände nicht abhalten. Als die Republiken noch jung waren, schickten wir Erkundungstrupps in den Teinsumpf, um einen schnelleren Weg zum Zwergenkönigreich der Weißmark zu finden. Kaum einer kehrte zurück. Er deutete auf die Krieger, die um das Feuer stehen. Unsere Wildheit hat die Estamon vor ihren Übergriffen zurückschrecken lassen. Sie berichten noch immer von unseren Taten im Krieg des zerbrochenen Steins. Aber wenn ein Kind der Fischekraniche unseren Stamm anführt, verlieren wir diese Kühnheit und die Estamon verlieren ihre Furcht vor uns. Das Kind wird vor den Seen seiner Ahnen beeinflusst. In Krisenzeiten wird sie ihre Verwandten im Teinsumpf um Rat bitten. Was ich auch versuche, ihr beizubringen, es wird nicht reichen. Er betrachtet dich. Du könntest helfen, nur wenige haben die Nerven dazu, aber ich denke, du bist klug genug, um zu wissen, dass manche Dinge nötig sind, auch wenn sie nicht so unangenehm sind. Worauf willst du hinaus? Diese Orleanerin hat die Seele eines Anführers. Würde sie auf eines meiner Kinder übertragen werden, würde unser Stamm stark bleiben. Als Delge hat Simos Seite, reibt seinen gewaltigen Kopf am Bein des armen Vaters. Er bleibt verstehen, ohne zu schwanken. Die Ruinen im blutigen Sand können dies bewerkstelligen und sie verstehen, wie wichtig eine starke Nachfolgelinie für die drei Stoßzahlen Stegier ist. Edda reibt sich den Nasenrücken. Er schüttelt den Kopf, als wolle er Spinnenweben abschütteln. Wir müssen also lediglich die Seele eines Säuglings rauben? Wo ist der Haken? Er gibt dir einen Schlüssel. Es gibt ein Haus im Südosten von Herdlied neben dem Fluss. Das Kind wird schlafen und ich habe dafür gesorgt, dass er einige Zeit lang unbeaufsichtigt ist. Seine Stimme wird zum leisen Grollen. Nehmen Sie und bringen Sie zur Hüterin Wirda im blutigen Sand. Sie weiß, was zu tun ist. Wenn sie dir die flüssige Essenz gibt, bringen Sie mir. Was wird die Hüterin mit dem Kind tun? Sein vernarbtes Gesicht verzerrt sich wieder. Hast du die Rituale im blutigen Sand je gesehen? Sie wird sie opfern. Es ist die einzige Möglichkeit, ihre Essenz zu extrahieren. Kinder opfern? Alofs Augen werden groß. Vor, ich würde lieber diesen einen Knochenlack zu einer feinen Paste zermahlen. Das orleanische Kind? Sprich weiter. Ich weiß nicht, wofür du mich brauchst, weil ich es nicht tun kann, ohne ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen. Er runzelt die Stirn. Es missfällt mir, meine Last jemand anderem aufzubürden, aber würde man mich ertappen, würde das zu einem Krieg zwischen unseren Stämmen führen. Was ist das für ein Trank, den du brauchst? Essenz gebunden und in eine Flüssigkeit destilliert. Sie wird nur wenig unmittelbare Wirkung auf mich haben, aber in meinen zukünftigen Nachfahren wird sie eine stärkere Seele weben. Das ist doch krank. Du erwartest, dass du damit durchkommst? Nur wenige wissen, dass das Mädchen hier ist und ein orleanischer Säugling sieht aus wie jeder andere. Er zuckt mit den Achseln. Aber lass das meine Sorge sein. Wo finde ich das Kind doch gleich? Sie ist in einem Haus in Herd liegt. Folge dem Weg südöstlich der Seite des Bezirks, bis du den Fluss erreichst. Das werde ich nicht tun. Ich habe keine Freude daran, aber in 200 als Anführer habe ich gelernt, dass alles Preis hat. Er nickt einmal. Denke gut darüber nach, Estromo. Ich scheue nicht, jene zu belohnen, die mir von Nutzen sind. Ich habe Fragen zu der Aufgabe, die du mir aufgetragen hast. Das ist alles.
Was tust du hier? Als Alarm fahrtete sein Stoßzahnsteg, hier führe ich unseren Stamm in eine Angelegenheit. Er blickt zum Hauptraum der Hütte, wo andere sich versammelt haben. Ich bin in Zwillingsulm mit einigen der anderen an meinem Vater über die Onoloven zu beraten, was ihr Hohlgeburten nennt. Wir haben hier nur sehr selten solche Geburten, aber es hat uns wachsamer gemacht, was unsere Nachbarn anbelangt. Der Stagier streckt sich und lässt seine Krallen spielen. Simon kneift die Augen zusammen. Einige von uns glauben, dass eure Onolfen eine Strafe für die Schädigung der Stände der Bauer seien. Andere sagen, es sei eine Pest, die von den Estramo verbreitet wird. Alles Antworten, die in ihr Bild des Hasses passen. Es gibt keinen Grund, auch nur ein Wort davon zu glauben. Erzähl mir was über die drei Stoßzahnstegier. Der kühnste und wildeste der sechs großen Stämme von Erglandfahrt. Wir waren die ersten, die gegen die Estramon gewehrt haben, als diese vor zwei Jahrhunderten hier landeten. Er hebt sein Kinn. Wir waren schon immer der Grenzstamm und es war schon immer unsere Aufgabe, Fremde und Invasoren abzuhalten. Auf Wiedersehen. Blutopfer. Simok, der arme Vater des Stoßzahnsteger, führt seinen Stamm seit fast 200 Jahren an, hat jedoch keinen Nachfahren hervorgebracht, dessen Seele würdig wäre, sein Nachfolger zu werden. Simok hat mir seine Sorge mitgeteilt, dass sein Stamm die Glafantaischen Grenzen verteidigt, schwach werden könnte, wenn er keinen aggressiven Anführer besitzt. Allerdings hat er mir offenbart, dass er einen Weg gefunden hat, sein nächstes Kind mit einer stärkeren Seele zu versehen. Anamfat Simok hat eine Tochter des Anamfats der Fischerkranich als Zieglind aufgenommen. Er hat mich gebeten, sie zur Hüterin Würdaf von den Etignol zu bringen, für ein Ritual, das ihm ermöglicht, ihre Essenz zu verzehren. Das Kind befindet sich in einem Haus am Fluss. Simok hat dafür gesorgt, dass es unbeaufsichtigt ist. Simok hat zugegeben, dass das Kind für das Ritual geopfert werden muss. Sicher nicht. Wer bist du? Ein junger Mann nähert sich dir mit schnellem und erschlossenem Schritt. Du bist ihm zwar noch nie begegnet, aber er hat denselben ernsten wilden Blick wie Simok. Er spricht erst, als er unmittelbar neben dir steht. Seine Stimme ist leise. Warte, ich habe dich mit meinem Vater sprechen gesehen. Worum geht es überhaupt? Er blickt zu dem Raum mit Simok. Er hat dich gebeten, Wähler zu opfern, oder? Er beißt die Zähne zusammen. Vielleicht hat er recht, dass die drei Stoßzahnstege schwach werden, aber wenn das der Preis für Stärke ist, dann ist es es nicht wert. Die Stämme haben nur so lange überlebt, weil wir zusammengehalten haben. So konnten die Republiken während des Zusammenbruchs des Großreichs überleben. Hätte sich eine der großen Städte auf die Seite des Reichs geschlagen, hätten wir uns nie abgespalten. Ich würde dem Kind nie etwas antun, das stimmt. Er seufzt, du kamst mir nicht vor, als würdest du das tun. Aber mein Vater wird jemanden finden, der es tut. Er ist hartnäckig, er seufzt. Aber es gibt einen Weg, ihn aufzuhalten. Er runzelt die Stirn. Es gibt eine Kräuterhändlerin bei den Ovaten des Goldenen Hains. Sie heißt Bläder. Sie versammelt sich südöstlich von hier am Fluss. Sie könnte ein Gift mischen. Simok würde es erst merken, wenn es zu spät ist. Nun, die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Warum geben wir das Kind nicht einfach ihren wahren Eltern zurück? Es ist kompliziert. Ein Kind, das zu seinem anderen Stamm geschickt wird, um von ihm großgezogen zu werden, darf nicht zurückkehren. Würden wir erklären, dass wir sie vor meinem Vater schützen, würde das die Sache nur noch schlimmer machen. Für beide Stämme. Er zieht einen dünnen Zopf. Ich soll deinen Vater ermorden? Nein, aber es ist besser, als ihm zu erlauben, dieses Kind zu ermorden. Lass mich raten, wenn Simon stirbt, bist du der Trotz, Volker. So ist es nicht. Die Röhren haben bereits bestimmt, dass meine Seele nicht stark genug ist. Wer auch auf meinem Vater folgen wird, ich bin nicht sicher. Ich muss darüber nachdenken. Er blickt grimmig rein. Hoffentlich muss ich nicht so lange darüber nachdenken. Mit einem weiteren Blick in Richtung Simoks Kammer geht er Richtung Tür. Ich warne dich, Estramor. Komm mir ja nicht zu nahe. In einer Hinsicht bin ich der Sohn meines Vaters. Mann, was für ein Krampf. Ich hätte da noch eine Alarm Vater Herdlied, die mir vielleicht helfen könnte. Das Beste ist es einfach, das Kind in Sicherheit zu bringen. Dann können sie sich dir gegenseitig die Köpfe einschlagen von mir aus. So, jetzt begeben wir uns aber zur Brücke und speichern da. Ich bin nämlich schon wieder über meine
meiner Aufnahmezeit, merke ich gerade. So. Spiel speichern. Gott, wir kommen immer in solche Situationen. Also LP22. Speichern. Weil, ja. Das wäre wahrscheinlich wieder täuschend oder sowas. Das andere wäre wahrscheinlich aggressiv. Das Beste wäre es eigentlich, schlau zu sein. Aber gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wobei ich ja erst Hauptquests machen wollte. Also, bis dann.